Hallo Wassermann, du hast am 1. des Monats Sonne Quadrat Mars. Am Monatsanfang wirst du eine zugenommene innere Anspannung spüren. Du solltest Möglichkeiten suchen, ausgeglichener zu werden, damit du Nervosität und innere Unruhe überwindest. Viele Wassermänner haben einiges zu klären und zu organisieren. Je nach Geburtshoroskop können hierbei Themen wie Zusammenarbeit, Bildung, Wohnung und Behörde von besonderer Bedeutung sein. Auch am 1. des Monats hast du Venus in deinem Zeichen eingetreten. Bis 25. Monatstag dürftest du dich mehr mit deiner Familie oder gegebenenfalls mit einer Frau beschäftigen. Im Bereich der Finanzen gibt es neue Entwicklungen, die mehr Verantwortung von dir verlangen. Zwischen 2. und 11. des Monats hast du Venus Konjunktion Saturn und Jupiter in deinem Zeichen. Möglicherweise hast du einen wichtigen Termin an diesen Tagen. In Sachen Liebe hast du die Gelegenheit, bestehende Bindungen zu stärken. Es kann in dieser Zeit eine unerwartete Situation entstehen, die bedrohlich ist. Wenn dies der Fall ist, sollte man die Ruhe bewahren, denn ein positiver Ausgang ist wahrscheinlich zu erwarten. Wir haben zwischen 10. und 11. des Monats einen Neumond in deinem Zeichen. In Bezug auf deine persönlichen Ziele wirst du bald eine Sache konkretisieren und dadurch mehr Klarheit und Sicherheit über deine Zukunft bekommen, auch wenn das Panorama vorübergehend kompliziert erscheint. Da Merkur rückläufig ist, empfiehlt es sich, bis 21. Monatstag keine wichtige Entscheidung zu treffen oder eine große Änderung zu durchführen. Du hast zwischen 12. und 17. Saturn Quadrat Uranus. Verzögerung beim Beenden oder beim Starten einer Angelegenheit kann eintreten. Behördliche, berufliche und finanzielle Angelegenheiten können immer noch etwas unklar sein, dennoch wird man diese bis Mai erfolgreich erledigt haben. Du hast am 18. Sonne in Fische eingetreten, bis 20. März wirst du für mehr Ehrlichkeit und Fairness in einer Beziehung sorgen müssen. Es handelt sich nicht unbedingt um eine Liebesbeziehung. Jemand in deiner Familie kann deine Hilfe gebrauchen. Diese kann eine finanzielle Hilfe sein. Du hast zwischen 19. und 20. des Monats Venus Quadrat Mars. Diese Konstellation begünstigt das Eintreten von Meinungsunterschiede und Konflikte, wenn der eigene Mars im Geburtshoroskop schlecht aspektiert ist. Intensive Emotionen können leichter als sonst entstehen. Du hast dann am 21. Merkur wieder direkt in deinen Zeichen. Bis Mitte März dürfte man eine Angelegenheit, die sich in die Länge gezogen hat, beenden. Ab diesem Datum wirst du merken, dass es dir einfacher fallen wird, einen persönlichen Wunsch in Erfüllung zu bringen. Zwischen 22. und 25. hast du Mars, Trigon Pluto. Glück bei Geschäften und behördlichen Angelegenheiten ist zu erwarten. Du wirst nicht mehr zögern, sondern eine wichtige Handlung vollführen. Am 25. hast du Venus in Fische eingetreten. Bis 21. März wirst du Hilfe und Unterstützung von einem Menschen bei einer ernsthaften Sache bekommen. Andersherum kann es auch heißen, dass du dich um jemanden Hilfsbedürftigen kümmerst. Im Bereich des Geldes können große Geldsummen ausgegeben werden. Und dann zwischen 26. und 27. beendest du den Monat mit einem Vollmond in Jungfrau. Dieser Mond wird dir helfen, dich von deiner Vergangenheit zu verabschieden und dich von Schuldgefühlen und Selbstablehnung zu lösen. Lieber Wassermann, wenn du eine individuelle Vorausschau für die kommende Zeit brauchst, kannst du gerne eine individuelle Beratung auf meiner Homepage buchen. Ich wünsche dir viel Glück im Februar 2021. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.